Hallo und willkommen zurück in den Minen von Moria, wo vier tapfere Zwerge viel Chaos verbreiten. Unter anderem der Garin, aka der Gabriel. Hallo. Unsere liebe Tagain, aka Andream. Hallo. Und natürlich die Lumi, alias Lumi. Lumi. Hallo. Lumi. Es bleibt bei Lumi. Ihr könnt einfach Lumi sagen. Diese Akzentige verwirrt mich jedes Ich habe mir Mal. den Namen ausgesucht, den man sich nicht extra merken muss. So. Ich schnapp mir mal was zu essen. Ich habe an die Bequemlichkeit der Zuschauer gedacht. So, weil es alle Völle. anderen vergessen haben, der Bardin ist natürlich auch dabei, das bin ich. Ja, hallo, Buddy. Wir Gabriel auch, wir Gabriel auch immer vergessen, das ist schon okay. Ich kann das Ja. nachvollziehen. Oh, So. schnief. Wer meinen Namen nicht richtig ausspricht, wird von mir auch nicht vorgestellt. So. Wie war es mit den Chaos verbreitenden Zwergen? Ich habe da so eine Ahnung, wie das zustande gekommen sein könnte. Aber wenn wir jetzt im Lager Chaos machen, heißt es ja, dass wir draußen dann umso besser funktionieren. Irgendjemand hat nicht gegessen. Ich. Ich komme. Ich wollte gerade keinen Namen nennen. Ja, weil ihr mich ja Das immer ist vergesst, das haben wir ja gerade schon gemerkt. meistens ist es gar nicht nötig, dass man da Namen nennt. Nein. Ich pack mal den Fledermausdung wieder in die Essenskiste zum Honig. Soll ich Kandierter da Fledermausdung. direkt was anbauen oder wollen wir Aber erstmal unten warum? weiter? Warum Können unten ist er denn weitermachen. jetzt wieder in der Essenstruhe? Wo kommt ihr denn sonst hin? Ich habe den so lange in die andere Truhe einsortiert. Ja, in welche andere Hint, Truhe? Dann sprich hinten dich aus. bei der Wand. Hinten bei der Wand, okay. Bei unseren Schlafgemächern halt. Die Das war eine einzigen gute Truhen, die Frage. wir haben, wo kein Erz drin ist. Aber da ist er auch nicht mehr drin. Dementsprechend wurde er schon aussortiert. Nein, er wurde nicht aussortiert, er ist schlicht und ergreifend alle. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch was übrig. Nee, ich habe alles Haha. aufgebraucht. Wollte gerade sagen. Aber der hat ja in der Essenstruhe nichts zu suchen. Ich habe ihn jetzt da reingepackt, damit wir den da haben. Meine Güte. Damit Antim 3 weiß, wo er ist. Dagegen sage ich ja auch gar nichts. Doch, Oh, hast guck du. mal, ein Gerade schöner ganz Schatz. viel. Ein schöner Schatz, der ist toll. Entschuldigung, dass ich mein Essen gerne nicht kontaminiert konsumiere. Nur kurz zur Einsortierung. Wo kommt der Flammenpilz hin? In der Vor der Schmiede, da Schmiede. ist eine, genau, die linke Truhe in der Schmiede. Dir. Das ist die einzige Ressource, die nicht Metallen oder erzmäßig ist, die Okay. nicht ins Haus kommt. Und ich mache für uns alle nochmal, wir haben jetzt genug da, nochmal Lembas. Mach das, ich habe gerade noch Essen Aber dabei, das, genau. ja, nee, das können wir dann halt fürs nächste Mal Aber mitnehmen. ja. Die Ja, Blöcke brauchen genau. wir. So, das heißt, ab in die Niedertiefen. Haben wir so viel, also okay, Was wenn wir denn? so viel Hafer haben. Deswegen habe ich gedacht, wir haben gerade Ja, weil aktuell wir ja genug. an sich Bier nachproduzieren müssten. Ja. Wir müssen sonst noch warten. Ich habe ganz viele Anbauflächen jetzt mit Hafer gefüllt. Der sollte auch bald fertig sein. Deswegen. Ich vermute mal, Gabriel ist da. Nee, Nein, sein noch Name ist nicht. noch nicht Nein, da. achso, okay. Gut, okay. Ich Du dachte, siehst es bei auch, dir wenn sind sein ein Name paar. unten aufploppt. Da gucke ich Jetzt doch bin ich nicht da. hin. Wir haben ja letztens festgestellt, dass ich gerade erst gemerkt habe, dass hier eine Zeitangabe ist. Ja. Weißt du, ich bin so ein Zwerg, ich laufe mit Axt und Schild mit und ein anderer Zwerg zeigt dann auf irgendeinen Gegner und dann hau ich drauf. Das war's. Das war das Ende meines Levels an Mitdenken. Ich finde, das reicht auch so. Tagain ist da, ich Da. gehe los. Jetzt habe ich drauf geachtet. So, was verkloppen wir heute? Mal gucken. Also ich weiß nicht, diese Wurfkristalle kann man sich auch irgendwie sparen. Ja. Von der Helligkeit her taugen die gar Ich weiß nichts. nicht, ob die irgendeinen Perk haben, vielleicht, dass dann keine Orks spawnen oder die sich irgendwie vor dem Licht fürchten oder was weiß ich. Genau. Das wäre so das Einzige, was ich mir noch Nützliches vorstellen könnte. Also ich habe eine Bardin ist Zeit lang da. die mal gerne benutzt, wenn irgendwie von euch abgeschnitten war und es komplett dunkel war, weil ich keine Fackel dabei habe, um so ein bisschen Licht zu haben. Aber die verschwinden halt auch super schnell, ne? Ja. Ich muss gerade so dran denken, so apportieren. Ja, genau. Es tut mir leid, aber du bist direkt losgeflitzt, Hol als er ihn, es ich hol geworfen ihn. hat. Ich hol ihn. Oder? Zeitreich Nimm mal dem gebraucht, Licht Zeit nach. zurückgeholt. Weil die sind Ja. irgendwie, ja, ich finde die nutzlos.
Werf noch einen. Werf noch einen. So, werf Lumi ist da. Lumi ist da. Wir können. Ja. Oh, ich dachte, du musst noch. Ah, ich habe gar nicht repariert. Toll. Okay. Willst du nochmal schnell zurück? Nö, die Rüstung hält noch. In die rechten Räume. Also jetzt nach oben und dann gen Osten. Haben wir sonst in unserer noch nicht fertigen Base eventuell schon eine Reparaturstation gebaut? Nee, ne? Nein. Nicht? Ich hätte jetzt nein gesagt. Aber wir können nachgucken. Dachte. Wir gehen mal gucken. Ich gehe mal rein. Ich laufe übrigens hinter wir dir. Wir laufen ja eh vorbei. Ja, da ist ja ein riesiges Loch drin. Ja, das ist an meinem Popo, das hat einen Sinn. Ich würde gerade sagen, da wo der Hals rausguckt, aber da, okay. Nee, ist nicht, das haben wir nicht drin. Nein. Aber wir haben hier noch ganz viel Harz drin. Haben wir sonst die Ressourcen für eine Reparaturstation? Kann man die bauen? Ich guck gerade schon. Ach Quatsch, lasst uns doch weitergehen. Ich habe jetzt nur gerade mal das Harz hier rausgenommen. Weil wir das. Hier. Okay. Ah, es macht vielleicht sogar Sinn, dass wir es hier einmal haben. Ja, macht's. So. Mal ganz offen gesprochen. So, dann hoffen wir mal, dass wir Scharnorbaren irgendwie noch finden. Ja. Aber irgendwie mag ich die Fackeln, die man da als Zwerg bekommt. Ich hätte gern mehr von den Leuchtkristallen. Ich würde die gerne auch bauen. Oh ja. Als Decke. Oh ja, das wäre... Das wäre schon wirklich nicht schlecht. Moment, ja, es war noch Garins Statuette einfach auf den Boden gelegt. Mal eingesteckt. Okay. Ist Garin vielleicht aus der Tasche gefallen? Ja, weil sein Kettnet hinten ein Loch hat, deswegen. Möglich. Dann sind wir gleich bei der ersten Abzweigung. So. Schön alle hier im Gänsemarsch durch den engen Gang. Ah, mein Spiel hängt. Ja, ich habe auch ganz kurz einen Ruckler gerade gehabt. Ja, jetzt ist es. Und ihr seid weg? Okay, ihr wartet noch vor mir? Ihr glitscht gerade beide. Okay, ich sehe alles ganz normal und regulär. Okay. Irgendwo sind hier Orks. Garin und Baden haben sich gerade vor und zurück geportet bei mir. Warte, ich klopfe mal kurz auf Holz. So. Ja. Dahinter, ja? Okay, na dann. Dahinter. Ja, da scheint auch wieder was zu sein. Und nehme ich trotzdem mit. Also, Orks von vorne? Ja, die paar. Ja, ich bin in der Abstellung. So. Heiligen Orks. Da gehen nicht ins Schussfeld laufen. Es gibt ja Gott sei Dank kein Friendly Fire. Ja, das ist... Oh, Moment. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ja, die kommen von unten hochgesprungen. Ich bleib mir dabei Tagen und versuche sie mal ein bisschen zu abzudenken. Wie der immer mein Schild ignoriert. Aber er ist tot. Er hat mich nur leider vergiftet. Ja. Nicht von hinten, Ork. Das ist gemein. Sag mal, Bogenschütze, geht's noch? Das ist ja fies. Ich habe meinen Pilz getrunken und jetzt ist das aber trotzdem Vergiftung. Na, was? Weil es gerade anscheinend aufgehört hat zu wirken. Ich verstehe nicht ganz, das Trinken funktioniert irgendwie gar nicht, wenn man es in der Schnellball hat. Muss man es separat anklicken? Du klickst es an und dann musst du nochmal trinken. Du hast es dann nur in der Hand. Du musst dann aktiv trinken. Alle weg. Ach du liebe Güte. Okay. Ja. Du musst erst das Ding kaputt machen für den Schlüssel. So, da war was. Das vergesse ich jedes Mal. Deswegen meinte ich, dass das mit dem Trinken ganz schön lange dauert. Das muss man planen. Tagebuchseite eines Waldläufers. Münzen und Rubin, Amethyst, Eisen, Kupfer, Verzeihung. Und ein bisschen Seele. Oh, neues Lied! Lass. So. Das war ein neues Lied, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Hatten wir nicht?
Doch. Das hatten wir ganz am Anfang mal gehabt. Oh, okay. Also ganz, ganz am Anfang. Das ist wirklich schon. Wir behaupten einfach, es wäre neu. Ich würde sagen, wir behaupten einfach, es wäre neu. Ist doch okay. Hihi. 164 Schaden. Die Ratte hatte keine Chance. Aber irgendwie baue ich hier auch gerne Granit ab, ehrlich gestanden. Weil mit Granit bauen macht irgendwie Spaß. Das sind wirklich die schöneren Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch nur noch mit Granit bauen, also wüsste ich nicht, warum ich da nochmal zurückgehen sollte. Unsere Base oben ist ja auch noch überhaupt gar nicht fertig. Also hier hinten würde es, glaube ich, noch weitergehen irgendwie. Laut Map nicht unbedingt, aber vielleicht. Das ist immer so 50-50 bei diesen Orten. Ja. Das Gegengiftpilz bringt ja gar nichts. Ich bin ja immer noch vergiftet. Ja, ich bin auch immer noch vergiftet, deswegen habe ich aufgehört zu trinken. Muss man den vielleicht vorher nehmen, dass das... Ich hatte es getrunken und wurde danach vergiftet und bin jetzt vergiftet. Okay. Also so, als ob das Gegengiftpilz nicht mehr wirkt, weil es zu lange in dem Trinkschlauch ist oder so. Also bei mir funktioniert das immer noch ganz gut. Weil ich habe auch den Buff mit Gegengiftpilz nicht bekommen. Also ich habe ihn bekommen, aber es hat konsumiert nichts gebracht. Wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin neugierig. Boah, ist ja eine große, coole Halle. Ja, das ist cool. Können wir hier eine neue Base aufmachen? Gucken wir uns das mal an. Dann reißen wir aber die andere ab, die hier unten ist. Ja. Die macht dann keinen Sinn. Aber wir haben sie eh noch nicht richtig gebaut. Okay. Das wird richtig gut hier gerade. Boah. Bis auf das ist hier in der... Ah, hier kann man auch durch. Okay, aber... Da. Ja, Stein. Und der ist sogar heil. Wie cool. Wir gehen gemeinsam hoch. Du bist alleine. Kann ihn jemand benennen? Mal? Wie wollen wir ihn denn nennen? Große Zu Treppe. Hause. Große Treppe. Große Treppe. Zu Hause wäre auch cool, ja. Und das seht ihr, auf der anderen Seite geht es ja auch nochmal weiter. Ja, wir sind ja wohl offiziell jetzt zu Hause angekommen, oder nicht? Eine Sache stört mich hier. Dieser eine Baum hier vorne vor der Treppe, der muss ja weg. So, besser. Okay, das mit dem Zusammenhochlaufen haben wir komplett gestrichen, alles klar. Ich komme. Wow, was ist jetzt nicht richtig? Oh Gott, okay. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Basis aufbauen wollen, weil Entwässerungspumpe, also... Nee, ich habe mich auch gerade dagegen entschieden. Hier ist alles nass und überflutet, das ist nicht so schlau. Ja, das ist das Trinkwasserreservoir. Es nennt sich ja Entwässerungspumpe. Vielleicht kann man das hier trockenlegen? Die Frage ist eher mal, wir müssen erst mal rüberkommen, ne? Aber die Teile geht ja auf der anderen Seite auch nochmal weiter. Also das ist ja... Okay, nun, wir wollen versuchen, außenrum zu laufen. Ich glaub, und hier ist eine Statue. Ja, ich guck's mir doch nur an. Okay. Ich dachte, du willst vielleicht gleich darüber bauen. Das sah so kurz so aus. Was? Ich stehe doch nur hier. Zwei. So. Okay, links oder rechts lang? Ich würde jetzt erstmal hier die Richtung weiterlaufen, das ist links lang. Mhm. Wartet. Lumi geht die andere Richtung. Ja, alles gut. Ich will nur nicht, dass die vorlaufen. Ja, können sie doch tun. Ich will nur achten, dass wir zusammen bleiben. Wir müssen doch jetzt hier nicht rumstellen und auf mich warten. Hier ist doch nichts. Dann gehen wir. Was ist das? Das sind nur Frösche. Oh Gott, ich dachte. Aber deswegen hat man auch so oft hier Frösche immer gehört. Warum klingt die so böse? Es sind Frösche. Meine Frösche. Das klang wie irgendwas Fieses. Ja, böse Gift. Frösche. Wenn es alle zusammen sind, sind es allgemeine Frösche. Bitte keine also Giftfrösche. Gucken wir mal, wie es hier unten, ob es hier einfach noch... Hier geht es nicht weiter. Hier muss noch... Okay, also dann würde ich eine Brücke bauen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Also hier unten geht es nochmal weiter. Ja, ich glaube, eine Brücke reicht nicht, um rüberzukommen. Bei der Treppe, geht's auch noch mal weiter. Aber ich glaube, das ehrlicherweise erstmal Ich würde hier den schmalen Gang weitergehen, unten. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, wo meinst du jetzt? Los. Ist hier? Ja, den du gerade meintest. Okay. Weil wenn der vielleicht nach rechts weitergeht, würde er uns in die richtige Richtung führen. Nicht die Art. Ja. ein Tor. Mhm. Oh. Und gelber lila Nebel. Ja. Verdammt, aber da sind Pflanzen. Ach, ich bin eh schon in Verzweiflung, das kann ich auch mitnehmen.
Genau das gleiche dachte ich nämlich auch. Stampfkartoffeln. Oh, wie cool. Und da hinten könnte es weitergehen, aber ich muss jetzt erstmal hier. Noch geht's. So, ich muss raus. Ah! Ja, Jelly hat nicht vor mich hin. Ich wollte nur durch. Gerade rechtzeitig noch raus. Uiuiui. Da hinten ist noch irgendwas. Da hinten ist Silber. Ach, come on, ich bin doch rausgerannt. Okay, ich mache also das. Die Bretter nur für mich, alles klar, die Stiege. Naja, Box. Wir kommen nicht rein, von daher. Ich habe gerade versucht, einen Weg drumherum zu buddeln. Ich kann ja auch nicht mehr bauen, komischerweise. Aber da kann man leider auch nicht durch. Es ist rot, warum kann ich hier nicht mehr bauen? Das, Weil die Statik sagt, dass du eventuell zu weit von der Wand weg bist? Ich wollte an die Wand bauen, aber da sagt er mir die ganze Zeit, es ist rot. Falls hier nur den Rückweg bauen anscheinend. So. Okay, ich probiere mal reinzurennen und mich aufs Holz zu stellen. Geronimo! Ich hatte sonst überlegt, wenn wir hier ein bisschen rüber bauen und den Stein weiter abbauen, dann könnt ihr, wenn ihr durch die Tür seid, direkt in die Höhe gehen. Ja. Ja, das hat sich so gerade geklappt. Der Stein ist doch noch da. Achso, du meinst den da über noch? Nee, da ist ja das Tor, da kommst du nicht durch. Man kann da eh nicht vorher, das Tor begrenzt, also das du kannst nicht höher gehen als das Tor. Den Stein kannst du nicht abbauen. Du musst immer durchs Tor. Okay. Lästig. Ja. Hier gerade. Aber, achso, da hinten geht's weiter, okay. Toll. Da findet man mal Kartoffeln und dann kann man die nicht abbauen, weil die... Na, ich hab einen ganzen Stack bei, ich habe 56 Stück bei. Okay. So eine gewisse Menge, das heißt, haben wir erstmal. Das heißt, vielleicht können wir die aufbauen. Ja, genau. Ja, kommt doch hier rein, wenn ihr wollt. Ja, ich wollte sagen, also wenn ihr Orks, also wenn ihr Zwergenfleisch wollt, dann müsst ihr es euch schon holen. Danach gibt's aber geklopften Ork. Okay. Ich glaube, um die Ecke geht's auch wirklich weiter, wo jetzt kein Ork. Ja. Die auf der anderen Seite kann man immer so rum. Aber es ist Nacht, wir sollten eventuell wieder zurück. Ah, es wird nicht gewertet. Ah, aber hier? Hä? Warum bist du nach unten und warum hast du nach unten gebaut? Weil es hier nicht gewertet wird, komischerweise, auf der Plattform. Aber sobald man durch die Tür geht, wird es gewertet. Dann musst du vor allem schnell wieder raus aus dem Schatten, dann kriegst du den Schattenfluch nicht. Ja, du rennst einfach, man rennt einfach rein und springt direkt auf die Plattform und dann ist alles gut. Das ist nur, wenn du zu lang im Schatten bist, dann kriegst du auch den Fluch. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich. Und jetzt habe ich nicht mal den, nicht mal im Schatten bekommen, wenn ich jetzt hochgehe. Ach, ich hab keine Rotlocken mehr dabei. Okay, alles klar. Guck doch da gerne. Deswegen stehst du die ganze Zeit da, okay. Ja. Muss ich beim nächsten Mal damit bringen. So. Aber dann sollten wir auch wieder zurück. Wie gesagt, es ist Nacht. Stimmt, wir haben aber die Kranksteine direkt in der Nähe, fällt mir gerade ein. Ja, deswegen. Okay, dann. Das sagt dich die ganze Zeit gerade. Ja, du hast jetzt gebaut, bis du keine Rohstoffe mehr hattest. Ich habe weitergebaut und dann. Okay. Dann nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir zurück sollen. Warte mal, ich probiere mal was. Ja, und dabei hast du die ganze Zeit weitergebaut. Naja, Ha! Jetzt geht's! Vor der Tür sehr noch schön. Eine Plattform. Supi. So. Da müssen wir doch garantiert bei der Entwässerungspumpe auch wieder irgendwas einbauen oder so. Ja, aber sehr wahrscheinlich. Ich bin zu Hause. Ist okay. Ich bin da. Okay. Mhm.
bin auch da. Das ging ja schnell. Ja. Ich bereite schon mal Essen für morgen vor. Ja. Ich komme mal nach. Das Sing-Symbol geht bei mir einfach nicht mehr weg. Schon die ganze Zeit. Aber wir müssen langsam, glaube ich, wirklich mal die Materialien finden für die andere Rüstung. Weil ich habe so das Gefühl, dass das langsam schwierig wird. So. Vielen zwei sind drin. Oh, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen morgen Holz mitnehmen und machen den Weg über das Liederzeug weiter, richtig? Mhm. Gott. Wir müssen mal wieder einen Schatz bauen. Wieso? Ja. Weil wir viel zu viele Münzen haben. Ach so, ja, stimmt. Wir können ja mal versuchen, einen großen zu machen. Kann man den nicht einfach hinzufügen? Nee. Der ist irgendwann trotzdem, voll. Ja, hat trotzdem ein Limit. So, aber jetzt ist es Nacht. Wir sollten wirklich dann bevor... Ja, sag los. Jetzt los? Los. Gute Nacht. Ich bin da. Nein. Wartet. Targaryen macht die Nacht durch. Nein. Einer muss ja Wache halten. Ja. Es gibt so viel zu entdecken. Ich freue mich, euch zu sehen. Die Zwerge werden das Licht bringen und den Schatten vernichten. Ja, Licht. Hat jemand mal die Lichtschalter gefunden? so. Dann versuchen wir nochmal... Die glasierten Spieße sind so sättigend, dass ich direkt schon wieder Fülle habe. Ja. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Das ist egal, Hauptsache Fülle. Nam. Ach, jetzt weiß ich, was mich die ganze Zeit wieder stört. Die Maussensibilität habe ich vergessen einzustellen. Oh Gott, das stimmt, ich auch. Und ich überlege gerade, was mich halt die ganze Zeit genervt hat. Und jetzt, ja, die Welt ist wieder schöner. Wo schmeiße ich einen Giftpilze rein? Essenstruhe. Okay. Die an der... Ach, da ist es. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Danke. Oder? Hat er vorhin irgendwie nicht genommen. So. Salz haben wir auch in die Essenstruhe gepackt. Ja, und zwar in die mehr an der Wand dran ist, in der Ecke okay. dran ist. Richtig 34 teuer. Haben wir noch. Und Lumi? Hast du gerade den kleinen Schatz abgebaut? Ja. Oh, gut. Wenn sie daraus einen großen macht, darf sie das. Gehen wir direkt runter? Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Was denn? Man kriegt nicht alles wieder. Oh. Ach so? Ja. Gut, dann wäre das geklärt. Sorry, es tut mir leid, dass ich den abgerissen habe. Nicht schlimm, nicht weil schlimm. Weil ein bescheidener Schatz kostet 99 Münzen zum Bauen. Mhm. Und dann hätten wir 500 gehabt. Aber ich habe nur sage und schreibe 39 wiederbekommen. Was? So, ja, aber wir haben hier noch... Warte, du kannst ja noch mehr Münzen holen. Bin auch da. Das ging aber schnell bei euch. Ja. Denk dran, Holz mitzunehmen. Ich habe keins mitgenommen. Ich habe welches mit. Sollen wir schon mal fortgehen und anfangen zu bauen, oder? Komm. Hau dich. Ich bin bei dir. Pass auf dich auf. Guck mal hier, ich nehme schon mal alles in die Hand. Ich bin auch unten. Okay. Das ging aber schnell diesmal. Vielleicht, weil es ein anderes Gebiet ist, dass er da irgendwie besser reinlädt. Nur meine Vermutung. Kann aber auch sein, dass die Münzen bei Bardin im Inventar gelandet sind. Nein, ich habe gerade geguckt. Okay, dann sind sie tatsächlich komplett weg, weil es hat sich nicht an eine Münze erhöht, der Gesamtanzahl unserer Münzen.
Dann also nicht abreißen. Nee. Huch, wie bist du denn da rübergekommen? Da an der einen Ecke ist der nah dran, ne? Das ist natürlich besser, ja. Das stimmt. Das war mir jetzt so unsicher. Du weißt ja, ich bin hier der Flummi, der überall lang springt. Ich störe mich hier in die Ecke, dann störe ich hoffentlich nicht. Da drüben sind übrigens Kartoffeln ohne Lila, da kommen wir ran, ne? Ich glaube, die Kartoffeln sind in Lila. Ja, ja, wir müssen uns über das Wasser bauen. Kann es sein, dass das giftige Kartoffeln sind? Nein! Fallen für die Hobbits? Oh, jetzt hat er aber sehr weit nach unten gebaut, aber es geht trotzdem. Ja. Gift tüften. Ja, hier muss vielleicht noch mal eine Stufe in der Mitte rein, dass man beim Rückweg nicht runterfällt. Okay. Moment. Dum, 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 dum. Ah, hier sind aber noch einige gute. Hier sind aber Giftpilze bei den Kartoffeln. Ja. Ich sammle einfach mal auch die Giftpilze ein, brauchen wir ja. Und opfer mich hier. So, alle Kartoffeln weggeholt. Habt ihr einen Schattenfluch? Nee. Mhm. Nein, ich habe Vergiftung. Durch die Giftpilze, die hier waren. Warum die Leiter ins Wasser? Kann man hier nicht schwimmen? Können wir hier stehen? Ich glaube nicht, aber kannst du nicht in diesem Spiel. Nee, okay, vergiss es. Aber lass die Leiter da, ich finde es wirklich witzig. Lass die mal da. Habe ich das zu hoch gebaut? Kommt man hier nicht hoch? Doch. Doch, 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 doch. Ich dachte mal, da kann ich in dem Wasser stehen vielleicht, aber gut, dann nicht. Oh, Vorsicht, Giftpilz. Ah, vergiftet. Wie oft wir das sagen. Ich kann die nicht mal mit einem Speer anpieksen, was ist denn das? Achso, wir gehen dann hier jetzt weiter. Okay, ich dachte, wir bauen da jetzt extra drum rum, damit wir uns nicht jedes Mal vergiften, wenn wir hier langlaufen. Ja, bauen wir drum rum noch. Wozu ist denn der Speer eine Fernkampf-, also teilweise Fernkampfwaffe? Hallo? Ich kann den Pilz nicht... Keine Sorge, die Orks. Was willst du, was machst du denn mit dem Pilz? Speer, den Pilz? Ich will den Pilz anpieksen aus der Ferne, damit er mich nicht vergiftet. Die Orks sind übrigens da ganz hinten auf der anderen Flussseite. Die gucken da jetzt irgendwie so komisch. Die machen da gerade irgendwie... Tanzen die? Die hocken da irgendwie auf den Boden rum. Also das Gegengiftzeug ist halt wirklich nicht so prickelnd. Nee. Ich muss jetzt doch mal was essen. Aber ich warte, bis die Vergiftung vorbei ist. Ja, habe ich auch gerade. Ja, Orks, wir kommen doch gleich zu euch. Wartet doch einen Augenblick mal ab. Mensch. Hier ist übrigens auch noch ein Weg, der hier weiter in den Berg reingeht. Oh. Nein, das war dumm. Das Holz kaputt gemacht. Dinge passieren. Oh, sie sterben im Wasser instant. Ja. 100.000 Schaden. Wir können sie schön ins Wasser schubsen. Ja, Achtung, Giftpilze wieder überall. Und hier scheint eine Sackgasse zu sein. Was? Die ganze laut Sackgasse? Nee, da hinten ist noch ein Weg. Das war gefährlich. Ja. Oh, der Ork ist da unten noch. Nee, wäre nicht so fair. Ich weiß nicht, da unten kannst du noch stehen. Ein Ork gibt's nämlich noch. Ja, lauf wieder runter, guck. Ja, Ork, jetzt siehst du mal. So ging's Isildur auch. Das ist jetzt die Rache dafür. Ich mache halt einfach nur 2 Schaden, das ist so kläglich. Das ist egal, ich find's gerade sehr befriedigend. Wenn ich sterbe, sorry, aber nein. Ich will nicht, dass er sich da weiter quält. Nein, komm. Alter. Ja, ich weiß, Wasserscheuen so. Ich muss mich gerade zurückhalten, da nicht runterzuspringen und dir zu helfen. Ja, ich will ja runterspringen, aber... Sehr gut, bravo, Tagain. Mein Zwerg wollte halt nicht runterspringen, unter keinen Umständen anscheinend. So, einmal rüber zu Lumi wieder. Ja. Folgt dem Licht. Aber ich will nicht zum Licht am Ende des Tunnels. Ich bin eine riesige Motte. Boah, ich habe eine Vergiftung wieder eingefangen. So. Also ich weiß noch nicht so ganz, wofür das Gegengiftzeugs da ist. Statue. Es funktioniert, wenn ich von Gegnern vergiftet werde. Dann funktioniert es, aber bei den Pilzen scheint es nicht zu funktionieren. Oh, komm schon, die Armbrust teilt rein. Statue. Ja! Armbrust Teil 3. Sehr schön. Da hinten ist übrigens eine Statue in dem Lila auch noch. Ja, ich. Guck mal hier ganz vorsichtig in den nächsten Gang, aber ich gehe nicht weit, keine Sorge. Aber ich hoffe, die Armbrust ist nicht allzu teuer bei dir. Okay. Okay, da sollten wir alle zusammen hin, glaube ich. Da ist wieder irgendwas Größeres, glaube ich. Ich
bin jetzt neugierig. Ich guck mal nach. Rezepte? Schmiede? Okay, hier ist sie schon mal nicht. Die ist bei der Werkbank. Und du kannst sie bauen, wir haben alles dafür da. Silberbarren, Rubin, ubarsamer Holz, Naturfasern. Ich find's gut, dass wir brav gewartet haben, bis das Lied vorbei ist. Mhm. Das haben die anderen aber einfach nicht gehört. Achso, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht. Nein, 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 ich meinte wegen dem Restaurieren der Statue. Ach so, ich dachte jetzt, wir haben reingesprungen. Nein, das ist ja bei den Liedern nie Thema. So, jedes Mal später, ne? Nee. Wir haben jetzt hier, hast du irgendwie Kohle und Eisen bekommen oder sowas? Weil ja, ich hab. Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich hab nichts Neues bekommen. Aber wir haben ja kein Rezept bekommen, dann kriegt man normalerweise Kohle und ja, Eisen. Ja, ich weiß. Aber ich hab nichts Neues im Inventar, wirklich. Was? Okay. Also es kann sein, dass das Kupfer vielleicht neu dazugekommen ist. Seit wann brauche ich für Eisenerz eine stärkere Spitzhacke? Weil es in dem Granit drin ist. Ach so. Geht um das Würzgestein, wo es drin ist. Ach so. Das habe ich irgendwie gerade nicht geschnallt. Nicht schlimm. Da hinten ist einfach nur Schluss, oder? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie... Ne, hier geht's doch noch weiter. Ja, aber... Ja. Ach so, da hinten. Wir wollen ja erstmal die Sackgassen hier im Raum uns angucken, weil da geht's ja weiter in den nächsten Raum. Ja, ja, die Sackgasse habe ich nicht für wahrgenommen. Ich überlege, ob ich einfach... Oh, jetzt habe ich schon Schatten, weil ich irgendwie runtergeglitscht bin, diese kleine Lücke hier. So. Hier sehen die Bretter irgendwie aus wie nass. Ja, stimmt. Die sehen aus, als ob sie nass wären. Na, wahrscheinlich ist es nah am Wasser und so. Schattenfluch, warum? Hier ist doch... Oh Gott. Weil da alles lila ist. Du stehst bei mir mitten im Lila. Ja, wir wissen doch, dass die Anzeige nicht immer... Jetzt kriege ich auch plötzlich Schattenfluch? Ich stehe doch auf dem Hälfchen. Weil der nach oben geht, glaube ich, an der Stelle. Dann vorsichtig, dann bringen die Hölzer nichts. Ja. Ding. Baue ich sie mal weiter nach oben. Ah, das ja, mit hier dem, ist Honig. Ja. Ah, sehr schön. Dass man aber die Verzweiflung nicht sieht, beziehungsweise halt den Nebel nicht sieht, das ist einfach ätzend. Mhm. Vor allen Dingen, das ist halt, sie arbeiten mit der Mechanik und dann funktioniert das grafisch nicht. Das geht halt nicht. Nee. Und ich denke mal, wir können auch ausschließen, dass es jeweils an unseren Einstellungen oder PC liegt, weil es hat jeder mal gehabt, ne? Das hat ja eben, das alle und einmal. Jeder von uns hat andere Einstellungen, also... Ja, genau, das meine ich. So, da geht's zurück. Wenn man sonst nichts machen kann, dann sammelt man Ubersamholz. Oder Granit. So. Ich hab kein Holz mehr. Das sieht gut aus. Wir müssen unbedingt den nächsten Raum uns anschauen. Okay, ich verstehe, warum ihr da wieder zurückgekommen seid. Ja, ne? Ich komme auch zurück. Okay. Jetzt ist aber Gabriel, glaube ich, neugierig geworden, genau. Niemals. Endlich. Da quaken wieder die Frösche. Weil hier sieht's cool aus. Jetzt verstehe ich das. Das Spinne, du wackelst da ein bisschen rum. Die habe ich gerade erst gar nicht wahrgenommen. Nein. Ich bin schon wieder vergiftet. Ja, für Spinnenphobiker ist das Ganze hier nichts. Ich komme, ich bin da. Oh Gott, es tut mir so leid. Bei Spinnen bin ich einfach nicht hilfreich. Nein, alles gut. Alles gut. Wir beschützen dich.
Ach Gott, meine Axt macht die genauso platt wie die Ratten. Das finde ich ja richtig schön. Ein Schlag und weg. Kann ich jetzt nicht behaupten. Ein Schlag und weg, ist richtig angenehm. Ich glaube, die sind gegen Feuer, haben die eine Schwäche. Ja, ich glaube, ich habe meine Axt wirklich falsch gemacht. Ich glaube, hier sind Orks, oder? Irgendeine Waffe summt. Was ist das denn, eine riesige Motte? Cool. Uah. Die sieht ja geil aus. Können wir die behalten? Nein. Ja, wieso hat er denn jetzt gerade meine... Die sieht aber schön aus. Ich bin was Chitin. Wupp, wupp. Cool. Ich bin, nee, ist es der Spawn hier? Nee, doch, oder? Das ist ein Spawn auf irgendwas. Nee, es war Granit, das war Granit. Nein, das war ein Spinnspawn. Das hier ist das hier. Ihr redet von unterschiedlichen okay. Sachen. Okay. Ja, ja. Nur mal ja, so, um euch aufzuklären. Ja. Alles gut, ich hab's schon aufhören. Die Zwerge aber, sehen ich aber doch, cool aus. Doch, das ist ein Spawn. Nee, das ist keine. Doch, das ist einer. Oh, die Statuen. Sind das Zwerginnen? Ja. Ja, ne? Das ist mega. Ja, ne? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Ja, das sind Zwerginnen. Auch wenn die Laterne jetzt leuchten aber, wird, das wäre cool. Oh, ja. Kein Bart. Aber hier haben wir einen neuen Geschichtsstein, einen beschädigten. Den restauriere ich mal. Sammeln wir in der Zeit so ein bisschen Reste hier ein. Auf, Moment, Pilgermarkierung 2. Der Kibil Nala beginnt als kleines Rinnsal, bevor er den Berg verlässt und zum großen Strom wird, der in den Anduin mündet. Er speist auch den Spiegelsee und wird damit als Quelle von Durins Inspiration gesehen. Mhm. Also hier ist quasi der unterirdische See. Ah, ich muss hier meine Doppelaxt hier nochmal machen, weil die ist halt mit der Eisrune total witzlos. Ja, dann mach neu machen. Ich glaube, mittlerweile haben wir genug Material fürs Eis. Wollen wir uns jetzt hier noch durchgraben, oder? Es gibt ja auch noch bessere Äxte. Wir können uns hier durchgraben. Es gibt noch die andere Sackgasse in den nächsten Raum. Wir haben allerdings frühen Abend. Ja, der Stein ist aber nicht so weit weg, der Teleport. Ich bin auch mega neugierig, was hier hinter ist, ehrlicherweise. Was das zum... sieht cool aus. Nice. Oh, Zwerge, ihr habt doch echt Langeweile gehabt in Moria. Das ist krass, das ist heftig. Nein. Sie hatten auch einfach viel Zeit. Ja, ja, genau. Bibliothek von Kibil Nala. Das ist die Bibliothek. Alle zusammen hier noch nicht rauftrinken. Hier kann man singen. Ja. Also alle einmal sammeln. Ja. Ja. Auch Lumi. Ja, ich bin doch unterwegs. Ich bin doch unterwegs. Ich bin auch aufgeregt. Güte. Ich bin auch aufgeregt. So. Okay, 1, 2, 3.
sehr cool. Ich liebe dieses Lied. Ja. Auch wenn Badi nicht mitgesungen hat. Nee. Was? Nee. Nicht? Nee. Er hatte keine Note oben drüber und ich musste selber auch zweimal E drücken, um überhaupt zu singen. Ich musste es bei mir deswegen, auch einmal erneuern, da muss man immer nachgucken, was drunter steht, wenn da aufhören zu singen steht oder anfangen zu singen oder mitsingen. Ah, okay. Und deswegen. Ich muss mich tatsächlich beherrschen, nicht so mitzusingen. Ich kenne dieses auch. Lied halt und ich kann das Lied. Das ist so, ich auch. Wie die Runen dann aufgeleuchtet sind. Ja. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass der Stein, ich weiß nicht, ob das ein Fehler vom Spiel ist, dass der hier so reinklippt oder ob das von den Zwergen so absichtlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Na, das ist einfach Clipping-Fehler. Kann ich die hier... Nee, ich kann die nicht feiern. Nee, schade. Ja. Das ist mir schon. Aber das hier ist einfach mal wirklich ein cooler Raum. Mega. Und hier ist die Quelle. Das ist die Quelle vom Anduin. Die ist in Moria? Ja, habe ich davon auch vorgelesen. Ja, ich weiß, aber... Ja. Da und als wir reingekommen sind, haben unsere Zwerge das auch gesagt. Als wir den Raum betreten haben. Also ich wusste das nicht vorher, sagen wir es mal so. Ich wusste das vorher war. Wusste ich es auch noch nicht, tatsächlich. Ach ja. Gut, dann... Ich weiß aber, warum die Runen leuchten. Hier oben sind so ein Lichtkristall, der darauf scheint. Wobei, nee, das kann auch nicht sein. Ah, das sieht ja mega cool aus. Ah, das habe ich vorhin nicht mitbekommen. Das kann man ja beliebig oft nochmal auslösen. Das habe ich vorhin tatsächlich nicht mitbekommen. Danke, Karin. Bitte. Und dann können wir hier nochmal nach rechts, glaube ich. Hier war doch auch irgendwas, oder nicht? Nur zur Info, ist es Nacht. Wir können aber gerne noch weiter. So, ich habe, glaube ich, stimmt, es ist Nacht. Wir können einmal zurück. Stimmt. Dann, wir wissen ja, wo es ist. Hier ist noch ein Spinnenspawn. Mach ihn kaputt. Ist schon. Ich glaube, der war genau. Nicht wiederkommen. Also Garin ist halt da vorbeigelaufen, aber ich glaube, der war genau so im Schatten, dass er nicht gesehen hat. Ich musste auch zweimal gucken jetzt. Das kann sein, dass ich es einfach übersehen habe, ja. Ja, das ist, die gehen ja schnell mal zu übersehen. Wo war hier Naturfasern? Das ist gerade aufgeploppt. Ja, ich habe sie schon. Achso, okay. Läufst du mit gedrücktem E durch die Gegend? So eine Frage. Nein, da ist ein E aufgeploppt. Ich habe gesehen, Naturfaser. Okay, können wir gebrauchen. Nehme ich mit. Drei Orks im Lila-Zeug. Ja, lass sie da, weil wir müssen da nicht lang. Ja, das ist nicht der Weg, den wir nehmen müssen. Ja, ich bin mal wieder das Übliche, alles wie immer. Ja. Sollen sie das kaputt machen, ist mir egal. Ist auch falsch. Was? Da müssen wir doch da lang. Mussten wir nicht an der Statue vorbei? Ja, ich dachte auch. Vielleicht ist da drüben noch einer. Nee, das ist auch eine Sackgasse, hä? Aber Schattenfluch. Warum? Ja, ich habe sogar Verzweiflung. Ich muss jetzt. Ich habe auch Schattenfluch und Verzweiflung, aber ich weiß halt nicht warum. Hier lang? Ja. Ja, hier, das ist der Weg. Ja, sieht man auch auf der Map. Da war doch schon der Ausgang. Ich habe ja auch kein Essen mehr bei, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Oh, ich kann dir was rüberwerfen. Ich habe nur noch teures Essen dabei, das will ich nicht verwenden jetzt dafür. Ja, nee, Verzweiflung ist weg, alles gut. Danke trotzdem. Verzweiflung ist noch nicht weg. Habt ihr wirklich Verzweiflung? Hatte ich kurz, ja, weil ich auch ins Lila gefallen bin, aber und zu weit hinten war vielleicht. Ach, die sind ja direkt hinter mir. Lauf. Ich vorhin erstmal Schattenfluch nur. Die verfolgen uns. Ja, sollen sie doch. Wir sind doch gleich weg. Warten uns wieder. Ja, ich bin diese Vergiftung. Das wird auch nicht rechtzeitig aufhören. Warte. Ich werfe dir was hin. Hier. Aber eine sehr coole Ecke. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier auf diesem Pilzgebiet nochmal schön wird. Das war mega. Hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, ich bin auch ziemlich angeschlagen. Aber jetzt siehst du auch, meine Rüstung ist auch weg. Die Spinnen haben doch mehr gemacht, als ich dachte. Ach so, okay. Na, meine Rüstung ist noch halbwegs da. Also ist ein bisschen kaputt, aber nicht so schlimm.
Ja, ich habe mich bei den Spinnen auch sehr reingestürzt, ehrlicherweise. Bei den Spinnen hilft wirklich die Feuerrune, glaube ich. Oder sie haben irgendeine Sensibilität gegenüber Äxten, keine Ahnung. Ich muss mal die Axt nochmal neu machen. Ja, die Frage war vorhin ja, ob es noch so lange Tricks, bis wir eine neue Axt haben, aber. Ansonsten, guck, was die kostet. Ich glaube, wir haben genug Materialien. Also, na, die Axt war jetzt, glaube ich, nicht teuer. Nee, und dann können wir die Axt mit diesen Runen, die du hast, irgendwo an die Wand hängen. Vielleicht in der Glück haben leuchten die auch. Das sieht bestimmt cool aus. Seid ihr alle da oder wartet ihr noch? Oder? Ich bin da. Ich bin gerade reisen. Ich bin gerade am Reisen. Ja, Bardin fehlt noch, aber Lumis Name ist schon zu sehen. Ah, Bardin ist da. Bin da. Dann reise ich schnell, weil bei mir sollte es ja eigentlich schnell gehen. Ja, bin da. So schnell konnte ich gar nicht nach dem Namen suchen. Ja, wir haben inzwischen auch genug Elbenholz, dass die Axt kein Problem mehr ist. Wir sollten mal überlegen, ob wir ein Salzlager dann doch vielleicht aufmachen. Ja, fände ich auch sinnvoll. Müssen wir uns nur merken bis zur nächsten Folge. Ja, stimmt. Ich würde auch gerne, ich würde sagen, in der nächsten Folge, je nachdem, wie der Plan ist, aber diese Entwässerungspumpen-Dings, das interessiert mich ja mega. Ja, ich wüsste auch gerne, was man braucht, um sie zu reparieren. Ich produziere nochmal Pökelfleisch. Jemand hat auch sein Pökelfleisch nicht mitgenommen, übrigens. Ich glaube, das kann sein, dass ich das war. Ich hatte mir was rausgenommen, habe aber nicht alles mitgenommen, weil ich nicht mehr vergessen habe, wie viel für wen da war. Deswegen habe ich mir lieber weniger genommen als zu viel. Weil ein Vierer-Stack ist jetzt noch da. Ja, das ist denn ich habe nur zwei rausgenommen, das nützt sein. Aber ich habe Es waren vier Genesis für dann, jeden, also. Hä? Als ich da dran war, waren es noch sechs da. Komisch. Na, aber wahrscheinlich. Dann deins, weil ich habe ja deins jetzt bekommen. Ja, dann würde ich das hier nehmen. Ja, ja. Also ich habe vom Lambas so gemacht, dass jeder zwei nehmen konnte. Es ist schon wieder Fledermaus irgendwo in der Essenstruhe. Der vermehrt sich da. Aber dann weiß ich es beim nächsten Mal. Ich mache nochmal Anbauflächen. Und dann nehmen wir auch welche runter ins Wasser und gucken mal, ob das funktioniert mit den Moosbeeren. Wir haben Schnittlauchsamen. Haben wir jemals schon Schnittlauch gehabt? Wir haben es noch nicht angebaut. Ich hatte da jetzt noch keine Priorität drauf gesehen. Und Minze? Krass. Und wir haben eindeutig zu viele Kristalle. Ich muss jetzt hier einmal den Warquarz bei den Seilen mit reintun, weil wir keinen Platz mehr haben. Ja, warum sammelt ihr denn so viel Warquarz immer noch? Aus Versehen. Weil das brauchen wir ja wirklich nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, ob man das für noch irgendwas anderes braucht. Ja, aber wir haben aktuell genug. Ja, ich nehme mal ein paar Sticks Warquarz raus und schmeiß die drüben. Und ich mache jetzt hier bei den Steinen nochmal ein Salzlager auf, weil Was haltet ihr denn sonst alternativ von einer Truhe zum Anpflanzen, wo wir die Samen und den Fledermausdung reinwerfen? Ja, gute Idee. Ja. Ich könnte die dann vielleicht draußen vor die Tür stellen oder so. Und ich würde ehrlicherweise, Targaryen, die ganzen Sachen, Minze und sowas, ich mal anbauen, weil wenn die fertig sind, vielleicht kriegen wir dann erst die Rezepte dafür. Mhm, kann ich ja machen. Wir sollten vielleicht auch unsere Truhen im Haus mal auf prachtvolle Truhen aufwerten. Wir haben genug Ubersamholz für sowas. Stimmt, das hat weil Elbenholz ist tendenziell eine Sache, von dem haben wir nicht so viel. Mhm. Aber Ubersam gibt es ja jede Menge und wir haben jetzt schon 256. Dann könnten wir eine prachtvolle Truhe bauen, die, oh Gott, hässlich ist. Die sieht so aus. Stell mal ein. Ich finde die cool. Schwierig. Die ist hässlich. Ich weiß ja nicht. Aber die ist schön groß. Ja, ja. Vielleicht stellen die bei für irgendwo hin, wo man sie nicht sieht. Ich finde die nicht so hässlich, aber okay. Man hätte sie auch noch schöner machen können. Das ist vor allem aber eine prachtvolle Truhe. Also man hätte sie schöner machen können, da bin ich vollkommen bei, aber ich finde sie jetzt so schlimm, wie sie jetzt gerade tut, finde ich sie jetzt auch nicht. Ich traue mich nicht, sie abzureißen nach meinen bisherigen Erfahrungen. Ich finde, sie erinnert mich halt total, wenn sie ein bisschen größer wäre, an irgendwie einen Sarg. Ich versuche mal, sie abzureißen. Kann sich jemand bereithalten mit E? Ja. Ja, dann mach mal. Da ist auf jeden Fall was in den Boden rein. Ja, der Bronze, die Bronzebarren sind weg. Okay, wir dürfen hier nicht mehr bauen und abreißen. Ich will hier runter. Ach, ist das ärgerlich. Aber da hilft auch E-Drücken nicht und so. Ich meine, ich habe mich ja auch hingestellt und sofort E gedrückt. Und die Bronzebarren. Sicher, dass keiner die Bronzebarren drin hat irgendwie? Ich hab sie nicht. Ich will was probieren. Danke, Lumi. Schmeiß mir nochmal raus. Ja, ich will mich was probieren. Warte.
Ah, nee. Ich dachte vielleicht, wenn wir es da zum Aufheben, wo man länger E drücken kann, dass dann die nochmal hochgeklippt kommen oder so. Oh oh, aber es ist tiefste Dunkelheit. Wir werden morgen verschlafen. Ja, dann sollten wir jetzt ins Bett gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Würden wir uns alle drüber freuen. Schaut auch bei Andrew vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.